Hier im neuen Stadthaus können Sie noch bis zum 4. Februar die Zukunft des Flughafens Tegel sehen. Was aber, wenn der BER öffnet und Tegel doch nicht dicht macht, diese Entwürfe hier also alle reine Makulatur wären, macht das Sinn? Diese Frage können nach Ansicht des Vereins Pro Tegel nur die Berliner beantworten und haben ein entsprechendes Volksbegehren gestartet, tatkräftig unterstützt von der Berliner FDP. Anfang 2018, wenn der letzte Flieger abgehoben hat, soll in Tegel eine neue Zukunft eingeläutet werden. Wie die aussehen kann, zeigen die Entwürfe im neuen Stadthaus in Mitte. Zentral und leicht erhoben der Siegerentwurf der Berliner Landschaftsarchitekten vom Büro Leudl. Neben der Beuth-Hochschule, innovativen Technologieunternehmen und auch neuen Wohnungen sehen die Planungen einen zentralen Stadtplatz, Parks und einen See vor. Mit Adlershof als Erfolgsmodell im Blick soll Tegel nach der Eröffnung des BER nicht nur der wachsenden Stadt Rechnung tragen, sondern auch für zusätzliche Arbeitsplätze und Steuereinnahmen sorgen. Doch aus Sicht der Berliner FDP braucht Berlin zuallererst eine funktionierende Infrastruktur für den Flugverkehr. Und da ist bereits jetzt offensichtlich, dass der BER allein nicht ausreicht. Und so unterstützt der Generalsekretär der Liberalen mit großem Einsatz den Verein Pro Tegel. Bei Wind und Wetter macht sich Sebastian Schaar auf, um Unterschriften für den Traditionsflughafen zu sammeln. Wir glauben, dass das Thema Tegel exemplarisch auch für die Zukunft dieser Stadt steht und dass es darum geht, dass ein weiterer Flughafen unbedingt gebraucht wird und damit auch nochmal die Wichtigkeit unterstreicht, die eine wachsende Stadt in allen Politikfeldern immer wieder zum Ausdruck bringt. Wie ist denn so die Resonanz bislang? Die Resonanz ist außerordentlich gut. Wir haben mittlerweile um die 8000 Unterzeichner, die der Auffassung sind, dass Berlin Tegel braucht. Und wir sind guter Dinge, dass wir auch in den nächsten Wochen die Zielmarke von 20.000 Unterschriften erreichen. Nun besteht Berlin ja quasi aus vielen Kleinstädten. Also die Befindlichkeiten und Stimmungen sind von Bezirk zu Bezirk ja sehr unterschiedlich. Beim Thema Tegel kann ich mir vorstellen, dass Sie das schon deutlich merken, dass es schon davon abhängt, wo Sie stehen mit Ihrem Stand. Es ist in der Tat für viele Berliner eine Herzensangelegenheit und wir haben stadtweit großen Zuspruch, egal ob wir in Treptow-Köpenick, in Pankow, in Reinickendorf, in Steglitz-Zehlendorf oder in Mitte stehen, weil dieser Flughafen einfach zur Stadt dazugehört und auch keiner sich diesen Flughafen wegdenken möchte und wegdenken kann, zumal dieser Flughafen auch gebraucht wird. Nun ist ja eigentlich geplant, an diesem Ort des Flughafens, wenn er denn geschlossen wird, ein Technologie-, ein Innovationsstandort zu errichten und auch Wohnungen dort eventuell zu bauen. Das sind ja eigentlich alles Ziele und Konzepte, die der FDP nicht wirklich fern sind. Das ist vollkommen richtig, aber die Entscheidung, dass Tegel geschlossen werden soll, ist unter einer falschen Annahme getroffen worden, nämlich unter der Annahme, dass Berlin nicht so attraktiv wird, wie die Stadt heute ist. Und wir haben auch zur Kenntnis nehmen dürfen, dass im Jahr 2 Millionen Passagiere dazukommen. Wir haben zur Kenntnis nehmen dürfen, dass die Stadt wächst und wächst, was wunderbar ist, weil Berlin einfach eine lebenswerte und coole Stadt ist. Und von daher brauchen wir auch einen zweiten Flughafen. Und das ganze Thema Wohnen ist nicht nur ausschließlich am ehemaligen oder am jetzigen Flughafen Tegel zu organisieren, sondern es ist eine stadtweite Aufgabe. Und da ist Berlin auch die lückenhafteste Metropole und bietet genug Flächen und Raum, um genug Wohnraum zu realisieren. Nun gab es diese Idee ja schon öfter. Also ich erinnere nur an Hartmut Medorn, der hat das auch mal angeregt, Tegel offen zu lassen. Und es gab dann immer wieder die Reaktion, das würde rechtlich gar nicht gehen, die Hürden sind zu groß. Wie vermitteln Sie jetzt hier auf der Straße den Leuten, dass Ihre Unterschrift nicht umsonst ist, dass Sie nicht für etwas sich einsetzen, das letztlich doch gar nicht umsetzbar ist auf rechtlicher Basis? Also grundsätzlich bin ich der Auffassung, dass das, was muss, auch geht. Und Tegel muss bleiben, um die Stadt weiterhin auch wirtschaftlich attraktiv zu halten, um weiterhin mit der Stadt dabei und vorne zu bleiben, auch im Wettbewerb mithalten zu können. Und Politik hat in der Vergangenheit immer gezeigt, dass das, was notwendig ist, auch politisch umgesetzt werden kann. Und von daher sind wir der festen Auffassung, dass das zum einen funktioniert und zum anderen haben wir natürlich auch rechtlich geprüft, ob es machbar ist. Und da kommen viele zu der Auffassung, dass das rechtlich auch umsetzbar ist. Auch wenn es im Parlament wahrlich wenig Themen gibt, bei denen sich alle Fraktionen einig sind, Tegel ist so eins. So sieht auch Oliver Friederizi, der Verkehrsexperte der CDU, keine Alternative zur Schließung des Flughafens. Wir haben uns darauf verständigt, nicht nur diese Landesregierung, sondern alle davor, dass wenn wir Schönefeld neu, BER, eröffnen, Tegel schließen müssen. Das ist ein Kompromiss, denn wenn wir diesen Kompromiss nochmal aufmachen würden, hätten wir A beim BER
längeres Nachtflugverbot. Und wir hätten in Tegel einen Flughafen, den wir auch zusätzlich noch erheblich sanieren müssten. Und letztendlich haben die Anwohner am nahen Umfeld des Flughafen Tegels dann den gleichen Rechtsanspruch auf Lärmschutz wie am Flughafen BER. Und ich glaube, daran hat die FDP nicht gedacht. Nun ist es aber so, dass wenn der BER öffnet 2017, er definitiv zu klein sein wird. Das steht jetzt schon fest. Und das heißt, wir brauchen dann eine Alternative, oder? Die Alternative sieht so aus. Wir hatten am Flughafen Tegel eine Ursprungskapazität geplant von 6,5 Millionen. Heute haben wir über 20 Millionen Fluggäste dort. Auch BER hat entsprechende Reserven. Deswegen lassen wir den alten Schönefelder Flughafen offen. Das gibt uns nochmal 7 Millionen zu den 29 Millionen, die wir momentan eingeplant haben. Summa summarum 36, 37 Millionen. Wir werden im Jahr 2017 einen ungefähren Passagierstrom haben von 32 Millionen Fluggästen. Damit haben wir 4-5 Jahre Luft und können dann sukzessive uns Gedanken machen, wie wir den Flughafen erweitern. Denn nicht jetzt wollen wir über Erweiterungen reden, sondern wir wollen ihn erst fertigstellen. Das ist das Wichtigste, damit dieser Flughafenstandort auch ordentlich Gewinn macht für Berlin und Brandenburg. Herr Friederici, würden Sie denn die Möglichkeit sehen, dass Regierungsflüge in Tegel weiterhin starten und landen könnten? Das ist eine theoretische denkbare Möglichkeit. Nur müssten wir dann den gesamten Betrieb offen halten. Und das kostet sehr viel Geld. Und trotzdem haben wir noch das Thema des Lärmschutzes. Und ich sage noch mal zum Drehkreuz Berlin. Der BER wird nur ein Erfolg, wenn alle Quell-Zielverkehre und alles, was an Umsteigeverkehren an einem Standort stattfindet. Dafür ist BER ideal. Tegel ist es nicht. Hätten wir also zwei Standorte zudem noch, würde es bedeuten, dass wir diesen großen Passagierverkehr, der nach Berlin kommt und dann woanders hingeht, gar nicht bewältigen können, weil die Fluggäste müssen zwischen den Flughäfen hin und her fahren. Das macht keine Fluggesellschaft mit. Da sagt jede Fluggesellschaft, jede Wirtschaftskammer, auch die Gewerkschaften sagen, das ist völliger Schwachsinn. Ich kann nicht erkennen, wo da der wirtschaftspolitische Background der FDP sein soll, wenn sie das weiter fordern. Ich glaube, das hat eher einen anderen Grund. Die FDP ist momentan im Umfragetief und deswegen möchten sie, dass Tegel offen bleibt, weil natürlich, klassische Westberliner, ich bin es auch, deren Herz hängt an diesem Flughafen Tegel. Ich war selbst bei der Eröffnung dabei. Mir tut es auch leid, dass wir diesen Flughafen schließen müssen. Nur alle Anteilseigner, Bund, Berlin und Brandenburg, haben sich in einem gemeinsamen Konzept darauf verständigt, vor über 20 Jahren an einem Standort ein Drehkreuz zu schaffen, mit dem Lärmschutz, mit den Kapazitäten. Und da reicht übrigens BER auch mit zwei Start- und Landebahnen. Wenn wir dort erwartungsweise 35, 36, vielleicht einmal 45 Millionen Fluggäste haben, rufe ich nur in Erinnerung, dass London Heathrow dieser Tage 70 Millionen Fluggäste hat im Jahr. Und das auch auf zwei Start- und Landebahnen schafft. Deutliche Worte auch von den Grünen. Die Fraktionsvorsitzende Antje Kappeck hat überhaupt kein Verständnis für die Idee, Tegel als Flughafen weiter zu betreiben. Ich finde das eine ziemlich irre Vorstellung, die doch an den Tatsachen vorbeigeht. Denn die Schließung Tegels ist in dem Moment beschlossene Sache gewesen, als klar wurde, dass wir einen neuen Großflughafen BER eröffnen wollen. Jetzt geht er nicht auf. Und deshalb kann ich auch die nostalgische Bindung zu Tegel nachvollziehen. Aber eigentlich sollte es unser aller Interesse sein, dass der BER so schnell wie möglich ans Netz geht und wir diese unglaublichen Summen, die jeden Monat das Nicht-Öffnen kostet, dadurch irgendwann einsparen können. Und zudem ist Tegel einfach auch eine riesengroße Chance für den Norden Berlins in der Entwicklung, wenn wir dort wirklich es schaffen, einen Zentrum für Zukunftstechnologien aufzubauen und darüber hinaus neue Stadtquartiere zu entwickeln, die nach unserer Vorstellung dann auch noch die Visitenkarte Zukunft tragen sollten, dann glaube ich, ist damit allen Anwohnerinnen und Anwohnern, aber vor allem auch Berlin insgesamt geholfen. Nun steht es aber jetzt schon fest, dass der BER zu klein sein wird, wenn er denn eröffnet wird 2017. Das heißt, wir stoßen da ganz schnell an die Grenze der Kapazitäten. Und von daher wäre ein zweiter Flughafen doch nicht schlecht, so denkt jedenfalls die Initiative.
Naja, aber es macht ja auch keinen Sinn, den Flugverkehr maximal zu spreizen über die ganze Stadt, sodass am Ende vielleicht ganz Berlin unter dem Fluglärm leidet, sondern ich glaube, dass hier eine Konzentration sinnhaft ist und dass man dann darüber nachdenken muss, wie man mit dem BER umgeht. Zudem ist diese ganze Kapazitätsdiskussion, finde ich, eine, die wir dann führen sollen, wenn der BER wirklich ans Netz geht und wir sehen, ob er denn nicht ausreichend ist oder doch. Nun sind die Grünen immer ganz schnell dabei, wenn es um Basisdemokratie auch geht. Also da stehen sie auch für, das ist ihnen auch sehr wichtig. Das heißt, wenn es denn so kommen sollte, dass genügend Unterschriften zusammenkommen, wie würden Sie dann dazu stehen? Ich finde auch weiterhin, dass Basisdemokratie was sehr Wichtiges ist und ich finde auch das Instrument der Volksinitiativen und Volksentscheide ein richtiges und wichtiges, denn gerade diese Legislatur, die letzten 3-4 Jahre, haben doch gezeigt, dass die Berliner an vielen Stellen der Politik nicht vertrauen und Berlin ist, glaube ich, Rekordbrecher in ganz Deutschland, wenn es um Volksentscheide geht. Und deshalb ist es ein wichtiges Korrektiv für die Politik. In diesem Fall würden wir den Inhalt nicht unterstützen, aber so ist Demokratie. Dann stimmt man eben ab, wenn man anderer Meinung ist. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass die meisten Berlinerinnen das ebenso sehen würden wie wir. Für die erste Hürde braucht der Verein Pro Tegel 20.000 Unterschriften. Es liegt also an Ihnen, an uns Berlinern, wie die Zukunft des Flughafens Tegel aussehen wird. Sicher ist, dass die politische Landschaft hier in Berlin kräftig durcheinandergewirbelt wird, wenn genügend Unterschriften für ein Volksbegehren zustande kommen.